Ja, hallo einmal wieder zu einer doch noch wieder neuen Folge. Ich habe ja versprochen, sobald es um die akustische Aufarbeitung quasi meines Raumes hier geht, nehme ich euch nochmal mit, damit ihr seht, was da eigentlich jetzt ansteht. Die ganzen Materialien, die ich brauche, sind jetzt mittlerweile angekommen. Ich kann das mal kurz hier hochholen. Die liegen noch auf dem Fußboden hier. Das wäre so eine Matte. Davon habe ich jetzt einige Stücke. Die sind ungefähr haargenau 1 Meter mal 50. Also ein guter Quadratmeter quasi, den dieses Ding jetzt hat. Und der sorgt natürlich dafür, dass seine Schaumstoffoberfläche die Reflexionen aufnimmt und damit mildert quasi. Diese Dinger werden jetzt im Prinzip, das ist mein Plan, in diesem Raum hier verteilt, sodass die Reflexionen der Lautsprecher davon aufgenommen werden. Das heißt natürlich, klar, in der Nähe der Lautsprecher sollten solche Matten hängen und an speziellen Stellen, wo Reflexionen im Raum zu erwarten sind. Okay, ich bin jetzt hinter der Kamera, man hört es auch sicherlich wieder am Mikrofonton, dass der jetzt nicht mehr ganz so direkt ist. Wir sehen jetzt hier direkt den Blick auf die Orgel und wir sehen die beiden Lautsprecher. Das heißt, dass dieser Lautsprecher natürlich kugelförmig seine Wellen in den Raum sendet. Hier, wenn ich hier sitze auf der Orgelbank, kriege ich direkt den Schall natürlich mit. Es gibt aber natürlich genauso gut von diesem Lautsprecher Reflexionen, die hier von der Wand kommen. Das möchte ich etwas abmildern, zumal ja auch von dieser Wand Reflexionen von dem oberen Lautsprecher dann kommen und all solche Geschichten. Genauso bei dem anderen Lautsprecher. Auf dieser Seite haben wir auch einen Lautsprecher. Bei dem müsste auch die Reflexion von der Wand entsprechend abgemildert werden. Das heißt, im Klartext, es müsste eigentlich hier, jetzt seht ihr es, hier eine solche Matte hin. Ungefähr so auf dieser Höhe, damit der Klang hier vom Lautsprecher quasi hier nicht direkt reflektiert werden kann. Genau dasselbe auf der anderen Seite, sodass wir hier zwei solche Matten haben, rechts und links vom Bild im Prinzip. Ja, das ist also im Prinzip die Situation. Wir haben verschiedene Zonen, wo Reflexionen abgemildert werden sollen, damit einfach der Klang, der an die Ohren kommt, ungestörter ist. Und diese Akustikabsorber dienen im Prinzip hauptsächlich dazu, dass genau dieser Raumeindruck verringert wird. Das heißt, ich kann mich dann voll, sowohl bei der Orgel als auch bei Musik, die aus dem PC kommt, darauf konzentrieren, wie der Klang ist, den ich da wirklich vor mir habe. Das ist erstmal die Ausgangssituation, um die geht es. Wie kann das Ganze dann funktionieren? Vom Prinzip her sind diese Platten eigentlich ganz toll aufgemacht. Wir haben hier, ich gehe mal näher an die Kamera ran, den Schaumstoff, der im Prinzip den Schall absorbiert. Damit es nicht so hässlich aussieht, kann man den bekommen, kaschiert mit Filz. Das ist jetzt hier, ich habe blau gewählt, weil meine Bilderrahmen und der Spiegel, den ich an der Wand habe, die sind hier eh blau in dem Raum. Also habe ich auch blauen Filz gewählt. Der kaschiert es einfach nur, dass es nicht so hässlich schwarz aussieht. Den kann man auch in verschiedenen Farben bei diesem Hersteller bekommen. Und auf der Rückseite sind die schon vorbereitet, da könnte ich sie hier vollflächig aufkleben. Ja. Das heißt, ich könnte hier einfach dann abziehen, wenn ich das wollte, und dann hätte ich eine große Klebefläche und könnte den ganz flächig an die Wand kleben. Aber wir leben ja schließlich, die meisten jedenfalls, wie auch ich, wir leben in Mietwohnungen und da wollen wir nicht gleich die ganze Tapete kaputt machen. Denn wenn ich die jemals wieder von der Wand nehmen wollte, hieße das, ich müsste sie von der Wand reißen, wenn ich sie jetzt vollflächig anklebe. Das möchte ich vermeiden. Und deswegen gehe ich einen Umweg, den ich quasi mache. Ich muss mal wieder abtauchen dazu. Ich gehe einen Umweg. Und zwar habe ich mir dann entsprechend MDF-Platten zuschneiden lassen. Das sind ganz normale Schrankrückwände, könnte man sagen. Ja, hier, die sind ungefähr 6 mm dick, damit sie ein bisschen stabil sind. Und nicht so wackelig wie so eine Schrankrückwand. Aber auf diese Wände, die sind genauso groß wie die blauen Platten, da kann ich vollflächig die blaue Platte draufkleben, dann ist sie auch stabiler. Ist natürlich auch ein bisschen schwerer dadurch, aber sie ist dann etwas stabiler. Und hier kann ich in die MDF-Platte Löcher reinbohren und das dann wie Bilder einfach aufhängen. Das heißt, da reichen dann Schrauben oder Nägel in der Wand,
was man immer mal macht. Und man kann dadurch auch die dann später mal leicht abnehmen und den Raum quasi ganz schnell wieder zu einem akustisch nicht toten Raum machen. Okay, aber jetzt müssen wir natürlich, bevor wir tätig werden können, erstmal herausfinden, wo müssen wir denn jetzt eigentlich genau hin? Ich habe euch an den meinen Wänden hier schon ein paar Punkte gezeigt. Wie komme ich denn eigentlich da drauf? Man muss nur diese Position der sogenannten First Reflections eben ermitteln. Und das kann ich euch ganz einfach zeigen hier in meinem CAD-Programm. Ich habe natürlich einen Grundriss von meinem Raum hier. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln jetzt mal kurz auf den Computer hier. Und ich starte ein Bildschirmvideo und ich zeige euch in meinem AutoCAD einmal, wie ich das quasi ermittelt habe. Wir sind jetzt hier auf meinem AutoCAD-Bildschirm und ihr seht hier schon ganz viele grüne Linien, die ich hier eingezeichnet habe. Ich gehe mal näher ran. Das ist mein Raum von oben und ich blende diese Linien jetzt erstmal kurz aus. Hier ist die Schreibtischecke mit dem Stuhl davor. Hier dieser Kasten ist quasi die Fläche, die die Orgel einnimmt. Hier sind Regale. Hier sind Regale. Und hier ist die Hobelbank und hier ist die Ausgangstür zur Terrasse. Das ist erstmal so diese Situation, die wir vorfinden. Ich habe hier die Boxen als Rechtecke lila markiert hier. Das sind die 6 Lautsprecher, quasi so eine hexagonale Anordnung, könnte man da sozusagen, die mich umgeben. Dieser Kreis ist meine Position auf der Orgelbank und dieser Kreis wäre meine Position hier jetzt im Schreibtischstuhl, wo ich jetzt auch gerade sitze. Das sind die beiden Positionen im Raum. Und wir kümmern uns natürlich zuerst mal um die Orgelposition. Das heißt, ich habe jetzt einfach gesagt, ich muss wissen, wo jetzt, wenn ich zum Beispiel diesen Lautsprecher hier nehme und ich möchte wissen, wie kommt der Schall hier zu mir, dann habe ich natürlich einmal den direkten Weg. Das ist dieser hier. Andererseits kommt jetzt aber auch das, was von dem Lautsprecher an die Wand geht, zurück. Und dazu macht man einfach Folgendes. Man sagt, diese beiden Lautsprecher hier, wir machen es mal anhand dieser beiden hier, diese beiden Lautsprecher reflektieren von dieser Wand. Ich spiegle also diese beiden Lautsprecher an dieser Wand. Ach, jetzt habe ich ihn wieder. So, machen wir nochmal. Ich vergesse immer, dass ich Nein sagen muss. Wir spiegeln sie an dieser Wand. Und gehen jetzt hin, ich gehe auf einen anderen Layer, so, und sage jetzt, okay, ich ziehe jetzt die Verbindungslinie von dieser Box zu mir auf der Orgel. Und dann habe ich den Reflexionspunkt, wenn ich jetzt von hier an die Wand gehe, weil das war meine Spiegelebene. Und dann habe ich hier im Prinzip jetzt genau den Punkt an der Wand getroffen, wo für diesen Sitzplatz die Reflexion stattfindet. Genau dasselbe kann ich auch tun. Ich mache es ruhig mal in derselben Folie hier. Wenn ich von hier zu diesem Platz gehe, dann sehe ich, dass sich natürlich der Punkt bezogen auf den Platz hier ein bisschen verschiebt. Und jetzt kann ich hier eigentlich das rauslöschen, jenseits der Wand, und brauche diesen Lautsprecher nicht mehr. Weil jetzt habe ich hier für beide Sitzpositionen an der Wand ermittelt, dass im Prinzip, wenn wir von dieser Box hier ausgehen, dass wir dort dann links von der Box quasi, also hier über, hinter der Box quasi, eine Absorberfläche brauchen, damit wir beide Plätze abdecken können. Ja, dasselbe, ich mache es nur mal an dieser Box weiter, weil das reicht uns dann. Ich zeige euch das dann lieber im Ergebnis gleich. Ich mache das mit der einen Box hier auch nochmal an der Seitenfläche. Das heißt, ich spiegel die auch an diese Außenwand. Dann rutscht sie da nach oben. Und dann kann ich wieder sagen, von der Orgelposition zu der Box und von der Schreibtischposition zu der Box eine Linie. Und jetzt habe ich die Punkte im Prinzip hier schon. Ja, ich mache es trotzdem der Vollständigkeit halber, mache ich die Linie nochmal vollzählig hier. So. Und dann löschen wir hier wieder den Kram weg. Und auch die Spiegelbox löschen wir wieder. Jetzt sehen wir, dass wir hier an der Seitenwand ebenfalls
Reflexionspunkte bekommen. Und hier kann ich jetzt messen. Aus der Ecke raus sehe ich jetzt, ich brauche 70 aus der Ecke und 77 aus der Ecke heraus hier hinter der Box einen Reflektor. Und ich brauche, wenn ich dasselbe jetzt auch in der anderen Richtung gucke, hier 51 und 93 aus der Ecke heraus einen Reflektor an dieser anderen Seitenwand dorthin. Und so kann ich genau die Positionen ermitteln, die ich quasi brauche. Ich mache jetzt diesen Layer nochmal wieder aus hier, die ich quasi brauche, um die ganzen Positionen festzulegen. Und das habe ich hier getan. Für die Orgel ist es grün. Das sind alle Reflexionspunkte für die Orgel, die wir hier sehen. Das heißt, wir sehen, die linke Box von der Orgel hat keine Reflexion zu erwarten hier, weil sie ins Regal schallt. Die Bücher im Regal absorbieren gut. Dafür hat aber diese Box auf dem Regal oben, die hat aber einen Reflexionspunkt hier mit an der Wand, wo auch diese Box hinter sich einen Reflexionspunkt hat. Genauso hätte aber auch diese Box hier oben einen Reflexionspunkt hier hinten am Schreibtisch. Hinter sich an der Wand hier oben, das stört nicht so sehr, weil das verschwindet hinter dem Regal, das läuft sich da tot. Auf der anderen Seite habe ich ja schon gezeigt, ich müsste hier vorne einen Reflektor anbringen für diese Box hauptsächlich. Während diese Box zum Beispiel eine Reflexion hier auf der Tür hat, das wird natürlich nicht funktionieren. Ja, da werde ich nichts hinkleben können. Genauso hat diese Box auch eine Reflexion auf der Eingangstür, da werde ich auch nichts hinkleben können. Das heißt, diese Punkte muss ich unberücksichtigt lassen. Fenster sind aber auch gute Schallschlucker. Aber wir sehen auch hier hinter der Box am Schreibtisch muss eine Reflexionsabnahme erfolgen. Und zwar sehen wir, das sind hier ungefähr haargenau 22 cm hier quasi links, ich drehe mal ein bisschen, hier links von der Wand entfernt. Also das sind so diese Punkte, die man erstmal im Grundriss ermitteln kann. Dasselbe habe ich auch nochmal getan. Jetzt wird es unübersichtlich für diesen Punkt hier. Das heißt, ich mache mal den blaue auch noch an. Und dann sehen wir die weiteren Reflexionen. Und dann sehen wir, dass wir, okay, hier hinter der Box tatsächlich noch weitergehende Reflexionen haben. Das heißt, auf der rechten Seite hinter dieser Box müsste also tatsächlich meine Reflexionsabsorberfläche weitergehen, damit ich auch auf diesem Platz, wo ich jetzt sitze, das Gefühl habe, dass da nicht mehr so viele Reflexionen stattfinden. Da muss ich also noch bis 92 rausgehen. Ja, das heißt, ich muss schon bis hier im Prinzip meinen Absorber laufen lassen. Aber er muss ja nur bis Mitte der Box hier etwa gehen. Ja, das heißt, es reicht völlig, wenn der hier in etwa sitzen würde. Während hier nur ein schmalbandiger nötig wäre auf der rechten Seite der Box, das sehen wir hier dran, ja, der ist mehr auf der rechten Seite der Box, das heißt, ich kann tatsächlich hier auf der Wand dann auch entsprechend etwas weiter reinrücken. Die Tür kann ich nicht berücksichtigen, wie gesagt hier. Und an dieser Wand sehen wir über dem E-Piano unter dem großen Fernsehbildschirm, da sehen wir jetzt im Prinzip, dass wir von dem Punkt 51 bis zum Punkt 1,40 Meter einen Reflektor brauchen. Das heißt, genau diese Länge, die ich habe, 1 Meter Länge, das sind jetzt 90 cm hier Länge zwischen den beiden Punkten. Ja, das sehen wir hier, 90. Das heißt, ich kann bei 40 anfangen, aus der Ecke heraus und einfach den Reflektor dort quer anbringen unter dem Fernseher. Und dann habe ich diese 1 Meter Länge hier oben abgedeckt. Wie sieht das aber mit der Höhenposition aus? Auch das muss man natürlich wieder bedenken und das habe ich hier drüber auch mal gemacht. Ich habe einen Schnitt quer durch den Raum gemacht, das heißt von Tür zu Tür. Das ist dann diese Ansicht hier oben. Da habe ich allerdings nur die Orgelreflexion jetzt drin. Da sehen wir jetzt den Querschnitt. Hier ist der Schreibtisch, hier ist die Orgel. Die Höhenposition der Boxen habe ich mir ausgemessen und dort eingetragen. Und hier ist die Box auf dem Regal. Und man sieht, die Reflexionen sind hier im Prinzip relativ hoch. Das heißt, hier habe ich alleine einen Abstand von 60 zwischen diesen beiden Reflexionen und hätte von der Höhe der Decke ausgerechnet hier halt auch nochmal 60, 61.
Das heißt, ich bin dann schon auch deutlich mit einem senkrechten Reflektor hier besser bedient, weil von oben noch eine Reflexion kommt. Und das werde ich hier dann genauso machen auf der linken Seite. Auch dort kommt ein senkrechter Reflektor hin. Auf der anderen Seite, hinter der Orgel, ist das genauso. Da kommt auch von dieser Box hier oben eine Reflexion und wir brauchen einen senkrecht gestellten Reflektor. Wenn ich jetzt den Schnitt durch den Raum nochmal in dieser Anordnung mache, das heißt von oben nach unten, das heißt von Wand zu Wand, dann haben wir diese Anordnung. Ich gucke jetzt in Richtung Orgel. Das ist die rechte Orgelbox hier. Das sind meine beiden Schreibtischboxen und das ist die Box oben links und das ist die Box oben rechts. Und dann sehen wir, dass hier der Reflexionspunkt der Box oben links hinter dem Regal ist. Das kann ich ignorieren, aber hier sehen wir, die sind sehr flach übereinander. Demzufolge hilft es mir zu wissen, dass ich hier an dieser Stelle von den beiden Schreibtischboxen die Reflexion gut abmildere und genauso gut sehe ich hier die Höhe von der Orgelbox auf der anderen Seite, die kann ich hier ja rüber peilen, wenn ich hier den Absorber quer anbringe an dieser Wand. Da reicht er tatsächlich quer. Während auf der anderen Seite über der Hobelbank, das ist dieser Bereich hier, da sehe ich wieder, da muss ich ihn hochkant anbringen, weil da haben wir wieder zwei auseinanderliegende Punkte, nämlich einerseits hier die 63 und einerseits wieder die 100 von oben. Das heißt, hier muss ich wieder, wie euch das vorhin gezeigt habe, einen Hochkantabsorber anbringen, neben dem Spiegel über der Werkbank sozusagen. So habe ich hier im Prinzip jetzt einfach mal in diesen drei Ansichten meine verschiedenen Positionen ermittelt. Ja, jetzt sind wir einen Schritt weiter. Ihr seht es dort an der Wand. Der erste Absorber hängt auf seiner Trägerplatte. Ich habe im Prinzip jetzt hier diese ganzen Platten, hier sehen wir sie nochmal, habe ich jetzt hier gebohrt auf allen vier Ecken, sodass alle Platten einigermaßen gleiche Bohrung haben. Das heißt, ich kann sie sowohl so rum aufhängen mit zwei Bohrungen, als auch so rum aufhängen mit zwei Bohrungen, was die ganze Sache etwas vereinfacht. Ich habe dann eine Platte bereits jetzt mal von ihrer Klebefläche unten befreit und aufgebracht und habe natürlich vorher die Position an der Wand für die beiden Nägel ermittelt und das hängt wie ein Bild tatsächlich nur an zwei Nägeln jetzt und hängt dort eigentlich relativ gut und sicher. Und auf die Art und Weise werde ich jetzt weitermachen. Meine anderen sechs erstmal hier rundherum anbringen. Das führt natürlich dazu, dass das ein bisschen Zeit dauert, denn ich muss die Orgel vorrücken, ich muss den Schreibtisch vorrücken, um dahinter zu kommen und all diese Geschichten. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich alle sechs verteilt habe. Und dann gucken wir uns das Ergebnis an und entscheiden, ob wir auch noch die Decke in Angriff nehmen wollen. Also auf geht's für mich ans Kleben und Hängen und wir sehen uns danach dann wieder.